Ich weiß noch gut, als wir hier in dieses Haus gezogen sind. Und jetzt müssen wir schon wieder umziehen. Aber dafür habe ich jetzt ein richtig cooles Zimmer. Ich bin schon total gespannt, es zu sehen. Weißt du noch, damals haben wir zusammen dieses Zimmer dekoriert. Stimmt, die Bilder nehme ich auf jeden Fall wieder mit. Sollen wir noch irgendetwas mit ins neue Haus nehmen, Papa? Nein, nein, das braucht er nicht. Wir laden jetzt noch die restlichen Möbel in den Transporter und kommen dann auch. Okay, dann komm. Mama und meine Schwestern sind auch schon im neuen Haus. Oma, Opa, helft ihr auch mit? Hallo Lisa. Hallo Lisa. Hallo Lena. Hallo. Ja, wir sind extra gekommen, weil ihr bestimmt jede Hilfe gebrauchen könnt. Oh ja, meine Schwestern sind auch ohne Umzug schon anstrengend genug. Ah, hallo Lena, hallo Lisa. Gut, dass ihr da seid. Ich glaube, die Babys bekommen langsam Hunger. Vielleicht könnt ihr beim Fläschchen geben helfen. Ja, das machen wir gerne. Ich setze schon mal Wasser auf. Aber wo sind nur die Fläschchen und das Milchpulver? Oh, diese ganzen Kisten. Ich werde noch wahnsinnig. Also hier sind keine Fläschchen. In diesem Karton auch nicht. Und hier sind Sachen fürs Wohnzimmer drin. Ach, wo könnten die nur sein? Gibt es noch mehr Kisten? Ja, Papa hat vorhin noch welche nach oben getragen. Ich glaube, ins Schlafzimmer. Na, lass uns mal danach schauen. Vielleicht wurde ja etwas vertauscht. Das ist das Schlafzimmer meiner Eltern. Und die Babys werden auch hier schlafen. Ah, sieht schön aus. Hier ist Kleidung drin. Hier auch. Aber da haben wir die Fläschchen. Zum Glück sind sie aufgetaucht. Ja, ja, ja. Ihr seid ja hübsch. Ich finde, sie kommen ganz nach mir. Aber die Haare haben sie von mir. Ich hatte als Kind genau solche Haare. Lisa, habt ihr es gefunden? Ja, Mama, wir bringen die Kiste nach unten. Oh nein, die Kiste! Tut mir leid, Mama. Wir konnten sie nicht so gut festhalten. Nicht schlimm, alles noch ganz. Zum Glück ist ja alles aus Kunststoff. Wenn ihr euch bitte mal um Nele und Clara kümmert, dann kann ich die Fläschchen zubereiten. So, ihr müsst jetzt ein Lätzchen anziehen. Das ist lecker, oder? Lisa, wen habe ich denn jetzt? Nele oder Clara? Du hast Nele. Es ist mir echt ein Rätsel, wie du die Babys unterscheiden kannst. Naja, ich sehe sie eben jeden Tag. Irgendwann kennt man die kleinen Unterschiede. Ach, die sind alle so süß. Ihr habt ja die Möbel noch gar nicht ins Wohnzimmer gestellt. Wir kommen hier zu nichts, wie du unschwer erkennen kannst. Aber den Sessel könnte ich jetzt brauchen. Der wäre jetzt besser zum Sitzen als die harte Kaminbank. Gut, dann stellen wir ihn eben hier ab. Ah, viel besser. Nele hat alles leer getrunken. Clara auch. Vielleicht komme ich ja jetzt endlich dazu, dir mein Zimmer zu zeigen. Wir sind oben. Okay, gut. Ich habe nämlich das Dachgeschoss fast für mich alleine. Wow, cool. Gehört die Dachterrasse zu deinem Zimmer? Ja, aber die benutzen wir natürlich alle. Schau, und hier ist mein Zimmer. Wow, das ist toll. Hier ist leider auch noch nichts eingerichtet. Aber hier kann ich dann ganz gut schlafen. Ohne, dass mich meine Schwestern da nachts immer wecken. Und was ist da drüben noch für ein Zimmer? Das wird Mamas Nähzimmer. Aber da ist sie sowieso nicht so oft. Deshalb bin ich hier oben praktisch allein. Kannst du mir helfen, den Schreibtisch in die Wand zu schieben? Klar. Vielleicht könnte ich eine Einweihungsparty machen. Was meinst du? Ja, gute Idee. Tut mir leid, Mädels, aber könntet ihr vielleicht noch mal helfen? Wenn ich mich immer nur um die Babys kümmern muss, komme ich zu gar nichts. Klar. Wir kommen. Kannst du bitte die Babyschalen aus dem Weg räumen? Hier muss noch der Esstisch hin. Ja, mach ich. Ah, ich komme hier zu gar nichts. Die Küche ist immer noch nicht eingeräumt. Ah, der Esstisch ist schon da. Lisa, habt ihr vielleicht irgendwo das Babyspielzeug? Ja, irgendwo schon. Nur in welcher Kiste? Also, hier schon mal nicht. Und hier sind Sachen von Bart drin. Diese Kiste müsste doch nach oben. Aber mit einer Quietscheente und einer Zahnbürste können sie eigentlich auch spielen. Ich suche dann mal noch weiter. Ach, da haben wir ja doch noch die Rasseln. Mimi, hast du die zu deinem Spielzeug gemacht? Die muss ich dir leider wegnehmen. Aber was könnte ich dir stattdessen geben? Ah,
Ah, vielleicht ein Wollknäuel aus Mamas Nähkörbchen. So, für jede eine Rassel, bitteschön. Die Babybetten sollten doch eigentlich noch angeliefert werden. Ich weiß auch nicht, wo die bleiben. Die sollten längst hier sein. Ich rufe jetzt gleich mein Möbelhaus an. Sie sollten gleich geliefert werden, wurde mir gesagt. Bis sie da sind, stelle ich so lange die Möbel bei Lisa auf. Au, ja, endlich. Cool. Da kann ich später bestimmt gut schlafen. Die Betten sind gekommen. Prima. Die Betten müssen in den ersten Stock. Da ist aber kein Platz. Da muss doch Platz sein. Was ist denn los? Wir müssen wieder runter. Du kannst mir glauben. Oh nein. Ich glaube, das war Mimi. Ich hatte ihr etwas Wolle zum Spielen gegeben. Da müssen wir wohl erstmal alles entwirren. Geschafft. Alle Betten sind oben. Wir gehen dann mal wieder nach Hause. Danke fürs Helfen. Gerne. Bis bald, Lisa. Tschüss. Oh ja, die Bettchen sehen schön aus. Oh, da hinten an der Wand hängt immer noch ein Faden. Ich mache ihn schnell weg. Huh. Oh je. Klein, aber gemütlich. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben. Und schaut auch gerne mal bei diesen anderen Geschichten von uns vorbei. Viel Spaß beim Gucken. Bis bald. Tschüss.